Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zu einer weiteren Developer-Update-Reaction. Ihr merkt vielleicht, das Video kommt einen Tag später. Das liegt nicht daran, dass ich mir irgendwie Zeit gelassen habe, sondern das Video kam irgendwie erst am Freitag und nicht wie gewohnt am Donnerstag. Aber macht nichts, das Video ist da und wir ziehen uns das jetzt gleich rein. Es geht tatsächlich nur 3 Minuten, also ziemlich kurz. Aber der Titel Gameplay Changes and Improvements ist auf jeden Fall interesseweckend. Ich frage mich jetzt nur, weil wir wissen ja eigentlich schon von sehr vielen Änderungen am Gameplay und sowas, ob das jetzt vielleicht das mehr vertieft. Vielleicht sehen wir auch, wie Bullet Drop funktioniert. Mal schauen, ich habe keine Ahnung. Wir gehen einfach mal rein. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, wer ist denn heute da? Der gute Dennis ist mal wieder da. Und wir wissen, wenn Dennis vor der Kamera sitzt, wird es interessant. Mal schauen. Hello, I'm Dennis Schwartz, Design Director for Hunt Showdown. Oh, today Dennis. We're going to talk about more gameplay changes and improvements for our upcoming August launch. Okay, mehrere, also noch neue. Ah, weekly. Ah, ja klar. We've upgraded our previous training system to provide players with a smoother and more rewarding experience. Firstly, challenges are now released weekly in the form of sets. The order in which sets are released and their contents are the same for all players. Lastly, progress for all types of challenges is now displayed during play, thus removing the guesswork previously required to figure out if you had finished certain challenges before extracting. Ah, okay. Okay, okay. Auch interessant. Okay, okay, okay. Weekly Challenges ist auf jeden Fall ein Thema, das jeden betrifft und die meisten momentan sehr negativ, weil, seien wir ehrlich, Challenges machen keinen Spaß. Challenges sind meh. Und was ich jetzt so sehe, sieht jetzt auch nicht unbedingt interessanter aus, aber die Belohnungen, warte mal. Also an sich, was ich direkt sagen muss, jetzt auf den ersten Blick, ich finde, wie die UI hier aussieht, das gefällt mir. Ich finde den ästhetisch schön. So, was haben wir hier denn? Collect Clues, Close Rifts, 0 von 18. Das gibt nur 1500 Challenge Points. Ich glaube, jeder wird jetzt auch hier immer jede Woche dieselben Challenges haben. Ich glaube, jeder hat hier diese Challenges, die man hier jetzt sieht, in Woche 1. Und in Woche 2 hat dann jeder andere Challenges. Die haben wir hier noch ein bisschen durchgeskippt. Hier. Ja, genau, das ist Challenge 2, Woche 2. Monsters mit Fire Damage Kill, 0 von 50. Ja, okay. Das sind halt jetzt nur noch Monster und nicht mehr Hunde. Das heißt, man fuckt sich nicht mehr ab, dass man keine Hunde findet oder keine Arme, was auch immer. Also, dass das jetzt an sich auf alle Monster betroffen wird, betroffen ist, finde ich besser. Nicht nur auf bestimmte. Was ich nicht verstehe, warum das hier gesperrt ist? Also da oben ist ein Schlüssel, aber es gibt auch keine Bloodbonds. Was bringen diese Punkte hier? Was bringt es? Weil die es hat anscheinend nichts mehr mit den Bloodbonds zu tun. Finde ich aber auch nice. Finde ich cool. Also ich mag, dass das eine Challenge mir 10 Bloodbonds gibt. Das finde ich nice. Und an sich ist es halt jetzt auch viel entspannter. Ich muss jetzt hier 10-mal Hunter vergiften und dann ist fertig. Ich muss danach nicht, also es ist nicht so, dass ich 3 Hunter vergifte, danach muss ich, keine Ahnung, 3 Hunter bluten lassen und danach muss ich wieder 3 Hunter vergiften. Es ist einfach 10-mal diese Woche, dann bist du fertig. Du musst diese Woche kein einziges Mal mehr Poison spielen. Deine Mates könntest du auch für dich machen. Und da jeder dieselben Challenges hat, kann man die sich auch viel besser aufteilen. Jeder hat in Woche 1 genau diese Challenges. Ihr seid zu dritt. Einer spielt Centennial, vielleicht mit Poison. Einer spielt einen Shotgun. Der andere, keine Ahnung, hat vielleicht immer eine Flare Gun dabei oder sowas. Und ihr könnt alle Challenges machen. Sagen wir, ihr habt gar keinen Bock auf Shotguns. Ihr seid gar kein Shotgun-Fan. Aber einer eurer Homies liebt Shotguns. Der macht die Challenge für euch und ihr kriegt danach auch keine neuen, auf die ihr keinen Bock habt. Es sind nur die und fertig. Richtig geil. Und so wie es auch aussieht, dass wenn jetzt hier Woche 3 da ist, dass immer noch Woche 1 verfügbar ist. Das finde ich auch geil. Bisschen FOMO geht verloren. Man hat nicht mehr so einen Stress mit den Challenges. So sieht es zumindest aus. Ich meine, ich wüsste nicht, warum ich jetzt hier zwischen Woche 1 und 2 entscheiden kann und für den anderen noch kommen. Ich frage mich da halt nur, also irgendwann müssen die ja resetten. Das ist monatlich. Hier sieht man jetzt seit 5 Stück. Ein Monat hat mehr als 5 Wochen, oder? Oder sind es eben genau 5 vielleicht? Immer nach 5 Wochen. Vielleicht Reset. Sehen wir dann. Aber finde ich an sich cool. Also da geht FOMO weg. Das finde ich nice. Contents are the same for all players. Lastly, progress for all types of challenges is now displayed during play. Und man sieht genau, also es wird nichts mehr versteckt. Auch wie viel Damage man gemacht hat. Das ist krass, dass man das jetzt sieht. Das ist interessant. Jetzt, wenn ich hier Mosin Damage machen muss, das seht ihr jetzt hier nur so halb. Hier muss man Damage mit Mosin machen. Und so wie ich das richtig verstehe, wenn ich in-game einen Hit mache mit der Mosin, kann ich theoretisch die Map öffnen und hier checken, wie viel Damage ich gemacht habe. Ich meine, das wird ja an sich nicht so gesehen nicht viel bringen für PvP. Aber an sich, das war ganz am Anfang so, als die Challenges kamen, glaube ich. Das removing the guesswork previously required to figure out if you had finished certain challenges before extracting.
Okay. Ich finde es ein bisschen schade, dass irgendwie gar nicht gesagt wird, was diese Challenge Points sind, aber das wirkt vielversprechend. Cool. Vielleicht sind diese Challenge Points, vielleicht wird das so eine Art Shop und man kann sich damit Equipment kaufen. Oder es geht weiter in so Meilensteine oder. Ach. Keine Ahnung. Trap Improvements, da bin ich gespannt. Traps have seen several improvements to make placing them more reliable. Players can now experiment placing them at angles and try out new spots. Was? Beware though, that doors will now always trigger wire traps placed in front. Whoa! Okay, 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 das Video hat's in sich. Es gibt nur 3 Minuten, aber es hat's in sich. Lol, was? Das ist cool. Placing them more reliable. Players can now experiment placing them at angles. Das finde ich richtig cool. Man hat ja immer bei Traps, wenn die Traps benutzt, auch bei Bären fällt man das, glaube ich, wenn du an die Wand ziehst, du siehst, wie du sie an die Wand platzieren würdest, bloß ging es halt nicht, jetzt geht's. Voice Crack. Jetzt geht's. Also ich finde das einerseits echt cool, weil das für mehr kreative Fallen sorgt. Auf der anderen Seite wird das echt Abfuck. ich sag's mal so, ich glaube, die Antidote wird vielleicht wieder ganz praktisch sein, weil ich glaube, man wird jetzt ein paar mehr Death Traps sehen, aber ich glaube nur erstmal, ich glaube, es wird sich richtig schnell widerlegen, dann die Leute, die jetzt schon Traps spielen, die werden weiterhin Traps spielen, die Leute, die vorher nicht wirklich Traps gespielt haben, werden noch weiter nicht wirklich Traps spielen. Ich glaube, nur zu Beginn wird man es ein bisschen mehr sehen und wenn halt hier und da vielleicht mal ein großer Content Creator irgendein Video damit macht, aber an sich finde ich das cool, vor allem das hier. Das hier, das auch. Dass man dies wirklich so krass schräg platzieren kann. Ich frage mich nur, wie er das gemacht hat, dass es so schräg war. Oder auch das hier. Das ist richtig cool. Ich glaube, das fast konnte man vorher schon trappen, aber so ist das viel versteckter. Wenn jetzt einer von hier kommt, hier und der läuft so, der sieht es nicht. Wenn der jetzt hier direkt am Fass läuft, das sieht er nicht. Das ist cool. Beware though, that doors will not. Und das finde ich auch cool, dass Türen das jetzt dafür auslösen. Das finde ich auch cool. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das geht. Vielleicht kann man jetzt auch oben an Türen die platzieren. Also nicht nur am Boden, sondern vielleicht auch oben, vielleicht deswegen. Looting and Vulture, bin ich gespannt. Is no longer restricted to just two interactions. Was? Saddlebags, Toolboxes and Ammo Boxes, small and big found in the world, will always offer you something to replenish. Das ist verrückt. Ich habe damit mit Micha geredet. Er hat genau das vorgeschlagen und ich habe gesagt, das wäre nicht gut. Also ich habe gesagt, dass ich das nicht möchte und jetzt kommt's. Also dieselbe Regel, also die Rule of Two, die ja schon für Kassen, Geldbeutel und Trades entfernt wurde, wird komplett entfernt. Bin ich gespannt gleich, was dann Vulture kann, also Geier. Krass. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll, muss ich sagen. Das macht halt das Spiel wieder schneller, I guess. Gilt das auch für Toolboxen, die man mitnimmt? Das ist ein krasser Buff für Toolboxen, Ammo-Boxen und auch die Medkits, die man mitnehmen kann. Das ist ein krasser Buff für die. In dem Trio, ich platziere eine Toolbox. Ich kann sie nehmen und nicht wie vorher, dass nur noch ein anderes sie nehmen kann, sondern jeder kann sie nehmen. Das ist krass. Ich sag's mal so, ich feiere den Change jetzt nicht. Ich finde ihn jetzt auch nicht schlimm. Ich finde ihn ein bisschen unnötig. Also, es war vorher schon völlig in Ordnung. Aber okay, I guess. Gibt's da noch mehr Granaten und sowas, die rumfliegen? Ja, weiß ich nicht. Ja, okay. Ich bin jetzt aber, also was mich jetzt viel mehr interessiert ist, wie funktioniert das Geier? Medical supplies will always allow a player to heal once. We also changed hunter corpses, so they can always be looted unless burned. Vulture will now give you some hunt dollars in. Ach was. In addition to other loot gained for 2 upgrade points. Okay, das finde ich nice, dass das erst jetzt kommt, weil ich wollte hier ein Video machen, wie man am besten Geld macht in Hand. Das ist gut, dass ich das noch nicht gemacht habe, weil das ändert sich auf jeden Fall in der Hinsicht. Ich frage mich, ob das jetzt halt immer so 50 sind oder immer nur 25 oder sowas, weil es ist halt dazu. So, ich kann 1000 Dollar looten von einem Hunter und dazu kriege ich noch von Vulture Geld. Wofür das sorgen wird ist, dass es nicht schlimm ist, aber es wird dafür sorgen, dass sobald mein Team eine Leiche komplett gelootet hat, ich werde die immer anzünden, wenn ich kann. Ich werde immer Leichen anzünden, damit die kein anderer looten kann. Falls ich die Waffen auch nicht irgendwie brauche oder mir aufbehalten möchte für später. Wenn ich einen Bossraum, einen Hunter gekillt habe, der hat eine Shotgun, ich habe eine Rifle, dann lasse ich die auch mal da liegen halt, ne, für den Fall, dass ich sie vielleicht brauche. Aber an sich, wenn ich draußen Leute kill und ich kann sie anzünden, ich werde das dann immer machen, damit jemand anderes looten kann. Okay, I guess. Hat Vulture schon vorher 2 Upgrade Points gekostet? Ne, 3, ne? Also ist auch billiger geworden. Okay. We've taken a closer look at iron sights and standardized the thickness of front sights across many weapons to make them feel more consistent and easier to use at distance. Silenced weapons have received some additional. Das ist krass. Eyes off. Love by cutting off parts of the sights to make them easier to aim with. Stellt euch mal vor, also würden wir keinen Bullet Drop kriegen und wir hätten eine Sparks Silencer mit
diesem Visier. Boah. Bullet Drop macht das hier möglich. Ich glaube, ohne Bullet Drop wären diese Visiere nicht gekommen. Cool. Nice. Das finde ich geil, weil ich hasse die Windfeed und die Spark Silencer. Und die Centennial Silencer und die Vettely Silencer sind viel zu nice. Das ist cool. Krass, hätte ich nicht mit gerechnet, aber finde ich geil. Beat of Sound. In an earlier video, we touched upon changes to Hans. Man sieht den Bullet Drop. Sie haben extra Feuermuni genommen, damit der Mapper den Bullet Drop sieht. Oh, oh, oh. Okay, nochmal. Du musst nochmal genau hinschauen. Man sieht den Bullet Drop. In an earlier video, we touched upon changes to Hans' gunplay formula by introducing Bullet Drop and always lethal headshots. 245 Meter sind es. Okay, wir schauen es gleich nochmal. Ich muss es kurz durchschauen, wir schauen es gleich nochmal in Ruhe. Geil, dass man es sieht. Adding true speed of sound and a gunshot ecosystem for a more authentic depiction of gunfire and explosions over longer distances. Auf Reddit gab es letztens einen Post, dass er sich genau das hier wünscht. Bzw. dass er nicht versteht, warum das nicht schon Sache ist. Eigentlich kommt der Schuss bei dir an und du hörst das im Nachhinein, den Sound. Oder? Ist es andersrum? Schon so rum, oder? Ich habe keine Ahnung von Physik. Auf jeden Fall, genau das, was sie jetzt eingebaut haben, hat er sich gewünscht. Und ich dachte tatsächlich auch, dass das schon so wären hat. Mir ist das nie aufgefallen. Aber man merkt es jetzt gerade so richtig. Heck. Was passiert jetzt? Wow, okay, krass. Ja, das ist nice. Der Schuss kommt bei dir an und dann hörst du es. Oh! Nicht, dass es wichtig ist, aber man hat gesehen, wie viel der Teammate, also wie viel der andere Spieler Damage gemacht hat am Dummy. Nicht, dass es wichtig, aber klein, aber fein. Okay. Boah, Damage Improvements. Okay, es geht direkt weiter. Damn, crazy. So, wir schauen jetzt ja nochmal den Bullet Drop an. 3 Minuten, aber das Video hat es in sich. Das Video hat es in sich. Ich meine mal kurz die Dinge aus. Den Sound, den brauchen wir gerade nicht. 178 Meter. Das sind 178 Meter. Warte mal, ich mache hier mal langsamer. 0,5. 178 Meter, Leute. So viel höher hat er gezielt bei 178 Meter und es war kein Headshot. Das hier war kein Headshot, wobei ich auch sagen muss, der ist ein bisschen off. Also es kann auch sein, dass es kein Header war, weil es in die Schulter getroffen hat und es... Ja, okay. Ne, es war ja kein Header. Aber wir sehen die Kugel sogar fliegen. So, halbwegs ist es... Oh ja. 72 Damage. 71 Damage? Ne, das war schon Torso, glaube ich. Und bei 178 Meter, 72 Damage, das könnte Torso sein bei der Crack. Muss es halt immer nicht. Ja, ja, okay, man sieht's hier. Das ist so fast Arm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar Arm ist. Ich glaube nicht, ich glaube, bei Arm müsste es weniger Damage sein. Aber krass, okay. 178 Meter mit der Mosin. 245 Meter. Hier, das ist der Bullet Drop. 245 Meter. Bedenkt, auf 245 Meter kämpft ihr selten. Also wenn ihr Sniper seid, na klar, habt ihr sowas dann öfter, aber wenn ihr ganz normal, keine Ahnung, mit einer Winfield rumrennt, ihr werdet super selten auf 245 Meter auf jemanden schießen. Aber das ist der Bullet Drop auf 245 Meter mit einer Krack, also mit 600 Muzzle Velocity ungefähr. Ich glaube, das ist gut einschätzbar. Mit ein bisschen Übung, das wirkt immer noch völlig okay, finde ich. Und ich muss sagen, ich hab richtig Bock darauf sogar, weil diese Headshots werden sich so geil anfühlen. Diese Headshots werden sich so nice anfühlen, wenn du damit einen Header triffst, das ist geil. Also was mich bei Bullet Drop besonders interessiert, ist halt, wie es für die Pistolen funktioniert, weil die haben ja den krassesten Bullet Drop. A lot of effort for our August launch went into making existing systems more robust and improving upon or placing them where needed. Fall damage has been refined heavily and now works more consistently even when falling down slopes and weird structures. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ich weiß nicht, wie oft ihr das hattet. Ich hatte das letztens erst. Ich bin einen Tower runter gesprungen, diesen Jagdtower. Das war bei More Battery, glaube ich. Und ich bin drunter gesprungen. Ich habe mit Fall Damage gerechnet, natürlich. Allerdings bin ich dann auf dem Hügel gelandet, auf dem Rand und bin noch so runtergerutscht und habe erst den Fall Damage kassiert, als ich unten am Boden war und ich hatte dann auch diese HP. Ich war halt fast tot. Von einem Sprung, wo ich vielleicht maximal 50 HP hätte verlieren sollen. Das ist so schlimm und das wird anscheinend verbessert. Das finde ich geil. Wenn findet jeder geil, aber ist nice. We're now applying damage more reliably instead of sometimes receiving multiple damage events in short succession. This results in overall smoother traversal through vertical spaces, something our new map benefits from. Yay, neue Map! Schauen wir uns gleich nochmal an. Hey, wie süß sie hier ganz sneaky die neue Map reingepackt haben. Geil.
ich muss mal kurz, ich habe nicht ganz verstanden, ist es, also ist irgendwas jetzt, ist es nur verbessert oder ändert sich wirklich irgendwas? Existing systems more robust and improving upon or placing them where needed. Fall damage has been refactored heavily and now works more consistently even when falling down slopes and weird structures. Okay, es ist einfach nur verbessert. Es hat sich jetzt, es ändert sich nichts. Es ist jetzt verständlicher. Hier. Ah, Mann, die schauen auch so auf den Boden, die Kleinen. Die schauen so auf den Boden. Aber man sieht auf jeden Fall, ne, hier so Nadelbäume. Sehr bergig hier gerade. Aber gut, das kann halt irgendwo sein auf der Map. Hallo Dennis, du bist auch schön, aber ich will die Map sehen. Okay, ja, man sieht halt so wenig, aber man sieht halt direkt, dass das ganz woanders ist. Ich frage mich halt, ob das am Maprand ist, oder? Weil sowas haben wir jetzt vorher auf die Sal, so ungefähr, so solche Strukturen. Aber auf dem, nur Maprand leider. Ich hoffe mal, dass sowas auch vielleicht eher in der Mitte der Map sein wird, dass man das auch wirklich benutzt in einem Kampf. Das finde ich echt schade, muss ich sagen. Hunt hat auch diese ganzen Easter Eggs, weil die ganzen Easter Egg Häuser, das sind besondere Häuser. Das sind quasi, also an sich Hunt hat er sehr wenig Copy-Paste. Aber diese ganzen Easter Egg Häuser oder sehr viele Häuser am Rand der Map, gefühlt jedes am Rand der Map, ist einzigartig und würde ich eigentlich gerne woanders haben, wo ich einfach öfter bin. Und vor allem die Sal ist da krass. Bei der Mine zum Beispiel, also oben quasi im Norden der Map, so in der oberen linken Ecke, bei Darren's Shipyard hinten rum, da sind halt oft Sniper oder so. Das sind so schöne Strukturen, so Berge, da hast du viel Platz, es gibt viel Deckung, aber man ist da so selten leider. Oder auch bei Stillwater bei You, oben rechts, hinter Scapa quasi, da ist so ein Waldstück, mit auch richtig viel Deckung und oder teilweise auch also so offene Fläche, aber trotzdem Deckung, da würde ich gerne öfter kämpfen. Ich war da mal in 4000 Stunden, nicht mal 5 Mal vielleicht. Und jedes Mal, wenn ich da bin, denke ich mir, warum bin ich hier nicht öfter? Ich hoffe, dass bei der nächsten Map einfach mehr Natur wirklich in die Map mit einfließt, auch in der Mitte der Map. Wie gesagt, ich will ein Wald-Compound. Oh, ein Wald-Compound wäre so geil. Wäre so schön. We'll be back soon with more topics around our big August launch. Follow our social channels for new videos and updates. See you soon. Okay. Ja gut, Leute, 3 Minuten Video. Ich schaff's dennoch, über 20 Minuten darüber zu reden. Geiles Video. Ich find's geil. Die Weekly Changes wirkt besser. Ich bin immer noch gespannt, was das jetzt hier mit diesen Change Points auf sich hat. Man sieht auch nichts dazu, oder? Nee, da oben, also oben bei den Währungen ist nichts. Changes an sich sind halt immer noch nicht interessant, sage ich mal. So. Ich fände es cooler, wenn man vielleicht auch mal so wie in Tarkov zum Beispiel oder in Marauders, ich kenne es aus Marauders noch, wo du an eine bestimmte Stelle in der Map hingehst, du musst dann, keine Ahnung, also bei Marauders hältst du dann 10 Sekunden F, ist jetzt nicht so spannend, aber dass sich auf eine bestimmte Stelle der Map hinzugeschickt werde. Diese sneaky kleinen, ich check das erst jetzt. Das ist die Map da. Das ist die Map. Ey, ich hab das nicht Boah, die sind so sneaky. Okay, um Challenges abzuschließen, nice. Challenges gut. Gefällt mir. Sehr nice. Ich muss jetzt kurz diese Map hier analysieren. Diese kleinen, das gibt's gar nicht. Man sieht hier in der Mitte, ich bin mir jetzt unsicher, ich glaube, mein Wunsch nach einem Wald-Compound könnte tatsächlich wahr werden, ne? Weil das hier ist Wasser. Das ist ein Fluss. Das hier, das ist dunkler. Ich sehe hier gerade leider keinen anderen, nichts anderes, was ganz klar Bäume sind. Das könnten Bäume sein. Ich weiß nicht, ob das Wasser ist, weil Wasser ist heller. Hier überall ist Wasser heller. Das ist dunkler. Vielleicht kriegen wir wirklich einen Waldcompound. Das hier oben, das ist, glaube ich, keine Mauer, das ist ein Gebäude. Aber es ist halt so ein langes Gebäude. Ich habe es erst nicht gecheckt. Ich mag sowas. Ich mag solche Teaser. Aber es könnte wirklich sein, dass wir einen Waldcompound kriegen. Okay. Okay, also Weekly Change ist nice. Neue Map. Nice Teaser, gefällt mir. Traps Improvement finde ich cool. Ich freue mich schon darauf, neue coole Steine zu finden für Traps. Es wird anfangs, also ich sag's mal direkt so, Leute, regt euch nicht zu sehr auf, dass ihr vor allem in den ersten paar Wochen viel in Fallen reinrennen werdet, weil die Leute werden jetzt erstmal rumexperimentieren. Leute, die sonst keine Fallen spielen, werden jetzt vielleicht auch mal eine Falle einpacken, eben genau deswegen. Ziemlich sicher werden noch irgendwelche großen Content-Creator-Videos machen, wo sie Fallen benutzen, dann wird es das recht, also ich sag's mal so, dann packt man am besten Vigilant ein, um die Traps in Darkside zu sehen. Aber an sich finde ich, ist es ein cooler Change, weil Traps platzieren ist so komisch in Hand, vor allem oft so, dass du einfach einen Boden hast, wo du denkst, warum kann ich es jetzt gerade nicht platzieren? Oh mein Gott, wird man jetzt, glaube ich, nicht mehr haben. Und ich finde, die Stelle ist halt, das ist halt mega geil, dass ich die trappen kann. Das ist mega cool. Es ist einfach nice, das sieht einfach cool aus. Und das hier, das ist einfach lustig, das ist cool. Looting und Vulture, wie gesagt, also ich finde den Change, ja,
Ja, weiß ich nicht. Also, das Gute ist, es gibt da nicht mehr Rumgezicke, sage ich mal, dass man irgendwie jemand looten will oder dass man ihn noch nicht gelootet hat. Quasi, wenn jemand Vulture hat, ist halt immer so, und bei uns hat meistens einer Vulture dabei und dann muss halt der immer warten, bis die anderen gelootet haben, weil wenn derjenige mit Vulture lootet, dann können die anderen nicht mehr looten. Das ist immer so Mimi. Das ist jetzt Ruhe quasi. Jeder kann jeden immer looten. Ich glaube, mir wäre das aber lieber, wenn es irgendwie so funktionieren würde, dass es nur für Teams gilt. Quasi, wenn ich eine Leiche zum ersten Mal loote, dass meine beiden Mates die looten können, Gegner aber nicht und nur mit Vulture. Aber man könnte das dann auch auf alles ausweiten, auch auf Toolboxen und sowas. Weil das ist, also vor allem für Toolboxen finde ich das irgendwie blöd, weil jetzt halt, sagen wir, ich habe den Boss gebanished, ich verteidige den Bossraum, wir nehmen die Toolbox draußen, jeder kann sie nehmen. Jeder kann da eine Frag kriegen. Jeder kann eine Frag kriegen, ein Bundle, eine Hivebomb, irgendwas und muss nicht sein, finde ich. Ich finde, man sollte schon dafür belohnt werden, zuerst diese Toolbox gefunden zu haben. Aber gut, ist jetzt nicht schlimm. Ich finde es unnötig, hätte nicht sein müssen, aber okay. Der Vulture Change, dass man jetzt immer Geld kriegt, kommt voll drauf an, wie viel Geld man kriegt. Wenn das auch random ist, wenn ich da quasi jedes Mal die Chance habe, auch 1000 zu looten, krass. Wenn es immer nur 50 sind, okay. Wenn man mit Geld struggelt, ist cool. Wenn nicht, also wenn ich da immer nur $50 kriege, mir scheißegal, nehme ich nicht mit, hebe ich nicht mal auf, wenn ich es in-game finde, außer für die Punkte, wenn ich am Extracten bin, wird dann auf jeden Fall eher ein Trade für, ich sag mal, die nicht so guten Spieler, no offense. Ich habe seit 5 Jahren keine Probleme mehr mit Geld, so ich werde das nicht brauchen. Wenn man aber $1000 kriegen kann, werde ich das schon, wenn ich das finde, mitnehmen, einfach weil es schön ist, $1000 zu looten. Ich brauche den nicht, aber ist schön, da diese Zahl zu sehen, deswegen... Mal gucken. Aber macht meinen Guide, wie man am besten schnell Geld verdienen kann, auf jeden Fall einfacher. Weapon Side Improvements, ich glaube, da gibt es nichts zu sagen. Finde ich scheiße. Nee, super, klar. Improvements sind immer gut. Und für die Silencer finde ich mega geil. Genau. Speed of Sound, mega cool. Fühlt sich einfach geil an, finde ich. Ich finde, das ist cool. Auch hier zum Beispiel. Ich sehe die Explosion. Und ich höre es erst verzögert. Das finde ich irgendwie geil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar ein bisschen zu krass ist, ob hier 204 Meter, ob das vielleicht sogar ein bisschen zu verzögert ist. Aber an sich finde ich das geil. Vor allem halt für Schüsse, weil ich auch finde, es ist einfacher dadurch zu hören, von wo man abgeschossen wurde. Also es ist nicht nur, was soll ich sagen, realistischer, more immersive, sondern es ist tatsächlich auch für das Gameplay gut, weil ich habe einmal den Schuss, der mir vorbeigeflogen ist, und denke mir, Schuss. Und danach höre ich, von wo der Schuss kam. Was auch wieder ein kleiner Nerf für Sniper ist. Ist nicht nur für Sniper, aber ne? Ein kleiner Nerf für Sniper. Dass man die direkt orten kann. Dass man direkt besser in Deckung gehen kann. Das ist cool. Ja, und Fall Damage Improvements finde ich auch richtig kacke, dass ich jetzt nicht mehr meine ganzen HP verliere, wenn ich einen kleinen Bag runterrutsche. Ja, super. Ist nice. Ja, schönes Video. Gefällt mir. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ja, Tschüss.